So, also einmal eine Klonanlage vernichten. Kotzi, bist du hier? Ja, jetzt ist er wieder anwesend. Aber ganz ehrlich, wieso erschafft man bitte solche Viecher? Wenn man doch eigentlich direkt relativ schnell sieht, in der Nuka Cay in Nukatown, USA einzutauschen, bevor sie nach Hause fahren. Wenn man doch eigentlich schon relativ früh sieht. Danke, dass dieses Ding unten durchgefallen ist. Ja, komm! Steh wieder auf, Jungs. Du hast für sowas keine Zeit. Wir haben für sowas keine Zeit. Jetzt komme ich da natürlich nicht mehr dran. Da. Aber die haben doch schon so unfassbar früh gesehen, dass diese Dinger so fucking viel Ärger machen. Aber trotzdem macht man weiter. Das ist toll. Das ist sehr toll. Wenn man das gebrauchen kann. Ah, Alter, das Schild. Boah, bin ich erschrocken. Ich gegen das Schild gelaufen bin. Die Gator Clown. Das klingt auch schon irgendwie scheiße. Die Gator Clown. Wir möchten unsere Gäste darauf hinweisen, dass der Kampf heute Abend in der Robco Battle Zone fast ausverkauft ist. Sichern Sie sich jetzt noch Tickets. Hä, was, warum liegt denn so ein Rudelmitglied da drin? Alter. Das wär's. Idioten. Haben Sie Ihre versteckte Promi-Brille verloren? Keine Sorge, die Brillen sind an allen Souvenirständen im Park erhältlich. Erhältlich. Yay, geil. Wusste ich doch, dass ich was... Kotzi, kommst du? Mein Freund, die Gatorklaue. Wie ich sie hier verhaue. Da, 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 da. Aber diese Gator-Clown scheinen doch ein Ticken ungefährlicher zu sein als tatsächlich die richtigen Todesclown. Weil die halt extrem häufig hier auftreten. So, da waren wir auch schon drinne. Was haben wir denn hier? Ein Restaurante? Hier ist schon wieder irgendwo einer. Hier hat's gebebt. Ja. Da. Weltraumpilot, aufgepasst. Die Erde wird angegriffen. Und wir könnten... Oh, Ratten. Boah. Ich dachte gerade, jetzt wäre hier drinne so ein Mistvieh. Oh, ein Kochherd. Kann ich denn schon diese... Was? Ich bin nicht im Kampf. Ah, gut, Gator-Klaue. Jetzt kann ich das machen. Das habe ich aber auch noch... nicht ganz so lange das Rezept, oder? Habe ich das freigeschaltet, wo ich das erste Mal das Fleisch aufgehoben habe? Weil Gazellensteak doch eigentlich auch. Bei Gazellensteak doch eigentlich auch. Mir wäre das doch eigentlich aufgefallen, wenn man da tatsächlich irgendwie was braten könnte. Da hätte ich ja gesehen, oh, es gibt Gazellen. Gatorfleisch? Was ist denn Gatorfleisch? Weißt du, das wäre doch aufgefallen.
Willst du mich verarschen, du Kackvieh? Oh, Alter, haben die mir eins reingeschlagen. Wärst du bitte so freundlich und würdest mir folgen, mein Freund? Okay, ich bin weg. Ciao. Hier ist irgendwo eine und Kotzi hängt da oben fest. Ich gehe zu Kotzi. Wenn er denn da wäre. Ah, hier, da. Ach du Scheiße, guck mal da hinten. Puff. Wow. Jetzt sehe ich die natürlich da nicht mehr. Toll. Ich will die EP haben. Jetzt komme ich hier. Ah doch, hier komme ich durch. Nee, komme ich nicht. Komme ich hier? Nee. Also EP habe ich. Huch! Ach, Kotzi ist jetzt. Kotzi ist jetzt außen rumgelaufen. Oh wow. Wow. Braminuf. Da liegt der Euter. Irgendwo hier müsste der andere liegen, den ich abgeknallt habe. Ah. Die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Toll, hier kommen wir nicht weiter. Ach, hier ist so eine Art kleines Theater. Wie es scheint. Verehrte Gäste, wir freuen uns, Ihnen mitteilen. Wir haben übrigens immer noch die Corki-Brille auf, ne? Also wir sehen, wenn irgendwo ein Corki an der Wand klebt. Braminuf. Corkis Baumhaus. Ach, hier oben. Hallo. Erstmal dahin finden. Kannst du mal bitte aus dem Wasser draus bleiben? Kann ich da Safari Adventure Empfangszentrum? Okay. Ja, toll. Ah, schon besser. Corkis Baumhaus. Wie komme ich denn da hin? Hier war ich auch. Hä? Wie komme ich denn zu Corkis Baumhaus? Das ist ja seltsam. Ich renne hier irgendwie 300 Kilometer außen rum, aber komme trotzdem nicht hin. Würdest du... Hallo, Jungens. Willst du mich verarschen? Jetzt geh doch mal da raus, Mann. Mach doch nicht so viel Stress. Hier geht's auch nicht. Das ist ja strange hier. Aufgrund einer Verwechslung in der Müllentsorgung im Safari Adventure wird heute Abend im Four Leaf Bratfisch Restaurant kein Apfelsaft ausgeschenkt. Ich hänge fest. Hör mal auf, da runter zu rutschen. Geh doch mal da nuff. Geht doch.
Oh Gott. Hallo. Das ist keine Todeskralle. Der beleidigt die Todeskrallen. Todeskrallen sind toll, die Viecher nicht. Cappy's Treehouse. Ah, da geht's durch. Den Eingang habe ich gesucht hier. Ach ja, und jetzt kommt... jetzt kommt so ein Labyrinth. Da war ja was. Pilze. Was ist denn da los? Rattenfleisch. Da sag ich auch nicht nein. Klatsch. Einfach mal aufs Maul. Aha, was haben wir denn hier? Ah! Drei Hinweise. Die Buchstaben müssen irgendein Wort ergeben. Die Klaue ist auf der anderen Seite. Gut, dass die nicht rüberspringen kann. Aber hier ist die bestimmt. Jo. Hallo, mein Freund. So ein bisschen Staub, doch das Öl in Wand. Da. Ah, gefunden. Pass mal auf, da oben ist jetzt so eine Alpha-Gator-Klaue. Dann beiß ich mir echt den Arsch. Boah. Bist du freundlich? Der macht überhaupt nichts. Der macht ja gar nichts. Mit dem kann man doch nicht mal reden oder sowas. Da ist der Typ auch echt nutzlos. Da brauche ich den auch nicht. Ah. Juhu, sammle ein Parkmedaillon im Baumhaus. Oh, ach so, das ist wieder... Oh, noch eine Teigrolle. Warum? Wie komme ich jetzt auf Teigrolle? Jede Menge Tickets, die ich wahrscheinlich niemals in meinem ganzen Leben brauchen werde. Da liegen noch mehr. Ein Raketenwerfer. Ja, natürlich. Das macht auch total Sinn. Ich glaube, das war's hier schon wieder. So, das Baumhaus haben wir erkundet. Viel gab's ja nicht. So, wieder was abgeschlossen. Das hätte wohl viel getan. Naja, ei! Naja, wenn du einfach da dich runterfallen lässt. Pech gehabt. Oh, guck mal, ich kann jetzt oben rüberlaufen. So, wo müssen wir denn hin? Da drüben. Schade. Ach, ich glaube, das war der Hinweg, ne? Nö, das war eine Sackgasse. Lalalala, jetzt heißt es erstmal wieder rausfinden. Ah, perfekt. So. Nicht das Baby hinhalten. Kann ich hier rüber? Yeah. Danke. Oh. Ja, das wäre hier doch ein gutes Versteck für einen Core-Key hier hinten. Oder auch nicht. Hätte sein können. Weil scheinbar gibt es in den Dingern hier doch
ein paar mehr. Ach, da unten! Achtung, eine Durchsage. In Notfällen ist am Ausgang des Reptilienhauses Gegengift verfügbar. Was ist das denn für ein blödes Vieh? Kotzi, Kotzi, regel das. So, das müsste hier das Haus sein. Welcome Center, okay. Ach, das Empfangszentrum ist das, wo ich hin muss, okay. Da ist wahrscheinlich der Zugang zu den Laboren unten. Ist ja interessant. Also dieser Abschnitt ist hier jetzt echt interessant. Suche im großen dreieckigen Haus nach einem Weg in die Klonanlage. Ah, da unten ist mal wieder irgendwo was. Soll's nachladen. Ach, da haben wir auch wieder ein Terminal. Und wieder diese Korten. Oh. Ausgezeichnet. Ein Nuka-Cola-Rezept. So, was haben wir hier? SA-Memo. Abteilung für Gästeinformationen. Auch in diesem Monat werden im Safari Adventure wieder Schulexkursionen stattfinden. Aufgrund des bedauerlichen Unfalls unter nachfolgenden Säuberungsmaßnahmen nach dem Ausbruch im Großkatzenbereich im letzten Monat bitten wir darum, alle Schulgruppen von mindestens einer Aufsichtsperson pro 6 Kindern begleiten zu lassen. Achten Sie außerdem darauf, dass alle Besucher die Haftungsverzichtserklärungen für Todesfälle und Verstümmelungen unterschreiben. Weitere Fragen können Sie an der Abteilung für Gästeinformation richten. Ja, schön, ey. Weißt du, dass sie nicht haftbar sind, wenn irgendjemand zu Tode kommt oder ein Bein verliert? Alter, normalerweise ist der Park für die Sicherheit zuständig, weißt du? Und hier, die schieben einfach mal alles von sich. Mich würde nur mal interessieren, ob das so in Amerika wirklich machbar ist. Oder machbar wäre. Es treten weiterhin Sicherheitsprobleme mit der fehlgeleiteten und radikalen Gruppe und der radikalen Gruppe AFAD, Animal Friends and Defenders, auf. Ihre Mitglieder sind an Tiermasken und verschiedenen Teertätowierungen zu sehen. Außerdem treten sie gelegentlich auch als Tiere verkleidet auf. Sollten Sie eine dieser Personen entdecken, versuchen Sie nicht, sich ihr zu nähern. Wenden Sie sich an das Sicherheitsbüro oder aktivieren Sie die nächstgelegene Protektron-Kapsel. Alle mit Projekt Kobalt gekennzeichneten eingehenden Lieferungen sollten zum sicheren Getränke-Spezialisten-Labor in der Nuka World Abfüllanlage weitergeleitet werden. Diese Gegenstände sind nicht für die Verwendung durch unser Personal gedacht. Mitarbeiter, die derartige Lieferungen ohne Genehmigung öffnen, werden daher fristlos entlassen. Aufgrund des Sicherheitsverstoßes der AFAD-Gruppe in der Klonanlage gilt ab jetzt Code Grizzly. Bitte verweisen Sie alle Besucher oder etwaige Fragen über die Anlage direkt an Mr. Brad Burtons Büro. Darüber hinaus darf die Baustelle der wütenden Anaconda nur noch vom Sicherheitspersonal betreten werden. Die Aufbauten der Achterbahn sind in gefährlicher Weise instabil und wir möchten nicht, dass sich unsere Mitarbeiter verletzen. Oh, immerhin. Ach, und die Anaconda war also die die Achterbahn, wo da mal aufgeploppt ist. Untersucht das Türterminal. Terminal für Angestellte. Lösegeldforderung. Finde heraus, ob Sito etwas über die wütende Anaconda weiß. Oder einem seiner Lakaien. Wir haben es auf die nette Tour versucht und sie haben nicht mitgespielt. Sie sind sogar so weit gegangen, uns den Zutritt zu ihren Parks zu verwehren. Nun ja, wir leben in einem freien Land, ganz gleich, was ihr Bonzen denkt.
AFAD wird Ihnen zeigen, dass Sie nicht die Kontrolle haben, die Sie sich mit Ihrem Geld erkaufen wollten. Wir halten Ihren Spitzenwissenschaftler Dr. Hein genau an der Stelle als Geisel gefangen, an der Sie Ihre tolle, wütende Anaconda errichten wollen. Wenn Sie allein kommen, können wir über die Bedingungen seiner Freilassung reden. Wenn Sie die Polizei mitbringen, verlieren Sie Ihren besten Angestellten. Treffen Sie die richtige Entscheidung, Mr. Brad Burton. Anlagensicherheitsstufen. Aufgrund des in jüngster Zeit erfolgten Anstiegs an Sicherheitsverletzungen im Safari Adventure haben wir die Sicherheitsstufen für diese Anlage neu festgelegt. Code Chinchilla, normaler Betrieb, keine aktiven Sicherheitsmaßnahmen. Code Orang-Utan, Sicherheitsprotokolle in geringem Ausmaß wurden eingeleitet. Code Dingo, Sicherheitsprotokolle in mittlerem Ausmaß wurden eingeleitet. Code Grizzly, die vollständige Sicherheitsabriegelung wurde eingeleitet. Oh, okay. Laborstatus, Labor vor allem. Für die Anlage gilt eine vollständige Sicherheitsabriegelung. Neben Dr. Hein, Dr. Dermot und Mr. Brad Burton haben keine weiteren Personen Zutritt zum Labor. Jeder Versuch, in die Anlage einzudringen, hat den Einsatz tödlicher Gewalt zur Folge. Weitere Informationen erhalten Sie bei L.B. Shelton im Sicherheitsbüro. Okay. Dann kommen wir wohl nicht durch. Dann folgen wir einmal der Questanweisung nochmal... Oh, Leuchtpilze. Nochmal zu... Wie hieß der? Sito? Nochmal zurückzugehen und den Guten zu befragen. Vielleicht hat der eine Ahnung. Aber was ist das? Aber was ist das für einer? Wieso ist der hier? Wieso lebt er denn die ganze Zeit bei den Gorillas? Und wieso redet er so komisch? Und warum, warum, warum? Entweder er tut nur so und weiß mehr, oder die haben den irgendwie da als Baby reingebracht, um da irgendwie zu experimentieren, wie sich ein Mensch entwickelt, der unter Gorillas lebt. Mich würde in dem Spiel echt gar nichts mehr wundern, ehrlich. Gar nichts mehr. Aber ich bin gespannt, wie das da jetzt noch weitergeht. Wir müssen bestimmt dann irgend so eine Maschine zerschießen, damit die aufhört, diese Viecher zu produzieren. So. Also wieder zurück ins Gorilla-Haus. Und es gibt scheinbar auch noch ein Großkatzenrevier. Das würde ich ganz gerne sehen. Ja klar, da ist einfach mal ein Baum in dem Stand. Was? Restrooms? Oh. Oh, puh. Der war aber schon angeschlagen. Die Restrooms. Ach, Kotzi, wie oft willst du mich das noch fragen? Okay. In die Restrooms kommt man gar nicht rein. Aber wir können ein Ticken hinten... Oh, na sowas. Na sowas. Was findet man denn nicht alles, wenn man diese kleinen Nischen überall abläuft, hä? Als nächstes finden wir hier hinten noch einen Corki. Oder Blutblumer. Ja, Kotzi, was würde ich nur ohne dich tun? Hoch. Ach so. La lü, la la. Ah, hier. Primate House. Gut, mein Freund. Dann zeig uns mal oder sag uns mal, was du sonst noch so weißt.
Wo ist er denn? Hier. Sito Stark. Sito. Ach, Sito. Der ist für Sie bestimmt nicht angenehm, Sir. Ja? Dr. Hine wurde anscheinend gekidnappt und zu einer gewissen wütenden Anaconda gebracht. Wenn wir das finden, finden wir auch seinen Zugangscode für die Klonanlage. Klingen wie Name von Schlange aus alter Zoo. Oh, vielleicht Doktor unter großer Metallschlange. Große Metallschlange? Das klingt ziemlich absurd. Neuer Freund, nicht Sorgen machen. Zito Wissen. Es große... Wie Wort dafür? Bahn. Bahn wie große Schlange. Zito sehen von überall. Sehr groß. Sehr wie Schlange. Auf Hügel hinter Zoo. Vielleicht Doktor Mann dort? Woher weißt du, dass eine Anaconda eine Schlange ist, Zito? Zito versuchen lernen Wörter von Zoo. Viele Wörter in Zoo. Wörter und Bilder. Zito sehen Anaconda. In Haus mit Schlangen. Bilder in Haus mit Schlangen aussehen wie große Metallschlange auf Hügel. Zito schlau. Ich bin sehr knuffig. Sehr gut, Zito. Ich hab gewusst, du bist eine Hilfe. Zito helfen. Zito mögen helfen, neuer Freund. Alles klar. Begib dich zur riesigen Metallschlange. Yay, was haben wir denn hier für ganz absurde Aufgaben? Eine riesige Metallschlange. Eine riesige Metallschlange. Und die ist wo? Ach, da hinten. Ach du Scheiße. Die ist ja außerhalb des Parks. Kann ich denn bitte... Achso, ich habe sonst gar nichts ein... Doch, hier. Jo. Da habe ich nämlich nur das eine, was ich brauche. Bin ich mal gespannt, ob ich hier überhaupt rauskomme. Ob ich hinten rauskomme. Ach, diese Metallschlange da wahrscheinlich, ne? Das Gestell. Meint er, denk ich mal. Don't feed the bears. Ah, darf ich hier raus? Komm ich hier? Komm ich hier rum? Oh, Gott sei Dank. Suche bei der riesigen Metallschlange nach Dr. Heinz Zugangscode. Ich glaube, wir waren hier schon mal. Ich glaube aber nur. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir gucken mal, ob wir ihn finden. Kotzi, gibst du, ja? Ich habe das Gefühl, ich werde dich brauchen. Oh! Ja, Hä? Wie komme ich denn da rein? Ah! Jetzt. Ja. So. Ach, das ist Kotze. So, und noch mal eine. Geschafft. So, und jetzt wieder zurück. Der gute Zito. Du.
Oh. Okay. So, müssen wir jetzt direkt wieder oder erst nochmal zu Sito? Kotzi? Kotzi ist weg. Ah, okay, wir müssen direkt. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die. Ja, du mich auch. Du mich auch, mein Freund. Au. Oh, hat das geknirscht und geknackt. So, Kotzi wieder da. Kotzi wieder da, sehr schön. So, dann schauen wir mal. Sollte sich mit einem Tau ja, öffnen ja gut. Lassen. Entriegeln. Mit zum Wohl. Deaktiviere die Klonmaschine. Es kommen uns bestimmt gleich ein paar von diesen Viechern noch entgegen. Ja, sag ich doch, das sind noch welche. Kotzi! Da platzt ja, er vor Wut. Zwar kein General Atomics, aber doch recht passabel. Oh nein! Das waren sogar zwei. Ich gucke gleich nach. Moment. So. Ich gucke nach, ne? Bis gleich. So, ich melde mich zurück. Es war wieder Dr. Dermots Tagebuch. Und die schauen wir uns am besten gleich an. Ich weiß jetzt halt nicht, welcher von den dreien. Das sind ja drei Stück. Wir werden es aber hören. Hier spricht Dr. Darren McDermott. Letzter bekannter Überlebender. Ach, ich setze fort. In der Safari Adventure Replikationsanlage. Ich setze meine persönlichen Okay, es sind wahrscheinlich noch mehr. Ich habe den Nuka-Gen-Replikator weiter modifiziert, um eine Nahrungsquelle zu erhalten. Ironie des Schicksals. Vom selben Gerät, mit dem Nuka World die Tierexemplare erschaffen hat, hängt nun mein Überleben ab. Mit einer Gewebeprobe einer Kuh konnte ich einen lebensfähigen Klon replizieren, ihn verspeisen und danach mit dem restlichen Gewebe einen weiteren Klon erzeugen. Solange der Nuka-Gen-Replikator funktioniert, dürfte mir auf Jahre hinaus ein unendlicher Nahrungsvorrat zur Verfügung stehen. Dr. Hein wäre stolz auf meine Leistungen. Schon traurig. Es ist so lange her, dass ich schon fast vergessen habe, wie er aussah. Mein Gott. Mittlerweile sind es schon Jahrzehnte, vielleicht sogar ein Jahrhundert oder mehr. So lang schon. Ich setze die Aufnahme später fort. Okay, wie alt ist der Typ denn gewesen? Hier spricht Dr. Darren McDermott. Letzter bekannter Überlebender in der Safari Adventure Replikationsanlage. Ich setze meine persönlichen Aufzeichnungen fort. Es ist die Hölle. Ich weiß nicht, wie lange schon. Ich habe vor Monaten aufgehört zu zählen. Oder vor Jahren. Selbst mit all der wissenschaftlichen Ausrüstung kann ich auf keinen Fall umkehren, was aus mir geworden ist. Die Strahlung der Bomben hat ihren Tribut an
an meinen Körper gefordert, mein Aussehen verändert und mich deformiert. Aber statt zu verzweifeln, habe ich die Veränderungen angenommen und als Grundlage für meine neue Klonforschung genutzt. Vielleicht wird dieser Fluch zu meinem Segen. Ich wünschte nur, Dr. Hain würde mich leiten. Ohne ihn fühle ich mich verloren. Okay. So, Dr. Dermots Terminal. Tagebucheintrag. Ich setze meine Versuche zur Erschaffung der Gatorklaue fort. Die richtigen Proben des Dreihorn-Chamäleons und Mississippi-Alligators sind schon dabei. Probe Q334 konnte ich bisher jedoch nicht stabil halten. Wenn ich eine Wachkreatur für das Safari-Adventure erschaffen möchte, muss sie imstande sein, meine Befehle zu hören und zu verstehen. Ich hatte gehofft, dass die Gehirnzellen aus Q334 das ermöglichen würden, aber bislang gab es nichts außer Fehlschlägen. Ich zögere noch, den Schalter umzulegen, um zu sehen, was passiert. Was, wenn ich es nicht kontrollieren kann? Was, wenn dadurch noch mehr Aufmerksamkeit auf den Park gelenkt wird? Ich glaube, ich werde die Sequenz zur Sicherheit noch einige Male überprüfen. Auf der Suche nach Nahrung und Vorräten bin ich heute auf die Überreste eines erstaunlichen biologischen Exemplars gestoßen. Es hatte ein großes Aussehen, ein humanoides Aussehen, war aber wesentlich größer. Die Haut war von grünlicher Farbe und die körperlichen Merkmale waren grob menschlich. Es schien Kleidung zu tragen und war kurz zuvor anscheinend durch Schussverletzungen gestorben. Nachdem ich es ins Labor gezogen hatte, begann ich mit meiner umfangreichen Untersuchung und kam zu der Schlussfolgerung, dass es sich hierbei um eine genetische Mutation eines Menschen handelte. Ich hoffe nur, dass ich den Auslöser für diese bemerkenswerte Mutation extrahieren und für meine eigenen Experimente nutzen kann. Ich trage es als Q334 ein. Ah ja, der hat wohl einen Supermutant gefunden. Was, Q334? Okay. Einer der beiden Notreaktoren des Labors ist heute ausgefallen. Jetzt bleibt mir nur noch ein einziger Reaktor für die Energieversorgung der gesamten Anlage. Sollte dieser auch noch ausfallen, muss ich in Erwägung ziehen, den Nukagen-Replikator zu zerstören und das Labor aufzugeben. Obwohl ich das schon vor langer Zeit hätte tun können, ist mir bewusst, dass diese Maschine vielleicht die weltweit letzte ihrer Art ist. Sie könnte daher die einzige Hoffnung der Menschheit sein, wieder Tiere anzusiedeln und ein normales Ökosystem zu erschaffen, sobald die Bedingungen an der Oberfläche dies zulassen. Ach, das war schon, nachdem die Bomben gefallen waren. Das war, ja natürlich, ne, er hätte sonst so einen Supermutant vor den Bomben gefunden, aber was mich auch nicht gewundert hätte. Wie lang ist es her, seit die Bomben fielen und mich in diesen verfallenen Schatten meiner selbst verwandelten? Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, wie viel Zeit vergangen ist. Mittlerweile führe ich schon Selbstgespräche. Ich glaube, diese Einsamkeit fordert ihren Tribut. Hä, was soll das heißen? Ich führe mittlerweile schon Selbstgespräche. Ich führe seit meiner Kindheit schon Selbstgespräche. Ich hatte nie in meinem ganzen Leben irgendjemand, mit dem ich ernsthaft reden konnte. Meine Freunde wohnten alle meistens weit weg. Wir waren nur über SMS und Co. oder am Telefon oder sowas. Meine Eltern haben sich nicht dafür interessiert. Also irgendwie musste ich meine Gedanken loswerden und das alles verarbeiten, was passiert ist, etc. Ich kann nur mit mir selber reden. Und das mache ich heute noch. Ich glaube, die Einsamkeit fordert ihren Tribut. Ich habe schon so lange keinen freundlich gesinnten Menschen mehr gesehen, dass ich mich kaum noch daran erinnern kann, wie das überhaupt ist. Oh, vielleicht lebt er noch, vielleicht treffen wir ihn. Die Konzentration auf die Arbeit fällt mir immer schwerer. Vielleicht wäre es besser, dem jetzt ein Ende zu setzen. Aber dann frage ich mich, wer dieses Labor vor denjenigen beschützen sollte, die seine Geschenke missbrauchen würden. Mir bleibt wohl keine Wahl. Alter, ich bin schon wieder bei 40 Minuten. Ich vergesse das immer. Ich lese das aber doch zu Ende hier. Jetzt sind schon Jahrzehnte vergangen und meine Metamorphose geht weiter. Mein Körper verändert sich und passt sich an den radioaktiven Fallout in der Luft an. Statt dass meine Organe ihren Dienst einstellen und das Leben langsam aus mir entweicht, wehrt sich mein Körper. Meine Haut hat sich verdickt und ist so von starken Falten durchzogen, als ob sie versucht, sich der Strahlung zu widersetzen und sie von mir fernzuhalten.
Ich habe beschlossen, über diese Veränderung nicht mehr entsetzt zu sein, sondern sie zu studieren. Und mehr über die Auswirkungen auf den menschlichen Körper zu erfahren. Vielleicht kann ich mit diesen Daten aus diesen Studien eines Tages ein Heilmittel finden. Bin aber erstmal froh, dass ich noch lebe. Okay. Was ist der geworden? Auch ein Supermutant?